Heute ist der Geburtstag von ihr, ne? Okay, warte. Wir reisen mit den Mädels hier, machen einen Mädelstag. Reisen wir zu dem Kino als Geburtstagsgeschenk sozusagen nach San Sequoia. Und da ist ja das Kino. Dann gehen wir da mal hin. So, Leute. Jetzt ziehen wir uns mal alle schick an. Gut. Und was ist das? Süß, diese Spielecke. Okay, hier gibt's doch irgendwo... Muss mir hier mal alles anschauen. Film ansehen. Kapitän sind Kreaturen aus dem Alvenwald. Das letzte Lama. Das ist ein Kinderfamilienfilm. Ja! So, wir gehen alle zusammen ins Kino. Let's go! $15. Riesenkatastrophe. Soja hatte sich gerade gemütlich gemacht, als ein größeres Sim sich direkt vor sie setzt. Der Sim ist so groß, dass es ihr komplett die Sicht versperrt. Soll sie den Platz wechseln oder bleiben? Platz wechseln. Soja rutscht einen Platz weiter und macht es sich wieder bequem. Gerade als sie sich in den Film zu vertiefen beginnt, kommt der noch größere Freund des großen Sims herein und setzt sich direkt vor sie. Da ihr vorheriger Platz bereits besetzt ist, muss sie die Sache wohl einfach aussitzen. Film ist weniger vergnüglich. Nein! Da kann man auch draußen hier so schön sitzen. Das sind so Zeitungen. Oh, da spielt jemand. Tiffany. Toller Streifen. Was für ein toller Film für jedes Alter. Die Handlung war einfach wundervoll und man konnte jede Menge daraus lernen. Toll. Ah, furchtbarer Streifen. Das soll ein Film für Kinder sein, dass ich nicht lache. Der Streifen war grauenhaft, da wird jeder zustimmen. Okay, die Meinungen sind hier verschieden. Furchtbarer Streifen. Und Riesenkatastrophe. Soja hat für einen Film bezahlt, den sie nicht einmal richtig sehen konnte. Was für eine Verschwendung. Nein! Sie fand's auch toll. Fehlt nur noch Riva. Riva fand's auch toll. Ja, gucke mal. Geheimnisse von San Sequoia verraten, was auch immer das bedeutet. Umarmen. Komm, wir plaudern alle. Kennst du das Clownbild drüben im Erholungszentrum? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es von einem Geist besetzt ist. Nein, nicht ziemlich sicher, ganz sicher. So, Leute, das war doch ein toller Tag. Ich würde sagen, wir gehen wieder nach Hause und blasen die Kerzen aus. Und dann hat The Girl Geburtstag. Eine Schokotorte. Bitte eine Schokotorte machen. Sie ist sehr verspielt. Geh bitte schlafen, bevor sie hier noch irgendwie stirbt an keine Ahnung was. So, Este hat Geburtstag. Was macht er hier? Geh bitte dahin. Oh weia. So, dann mach mal. Ja, warum stellst du es dann dahin? Heule. Geburtstagskerzen. Okay. Sich etwas wünschen. Sie wird ein Teenager. Yeah. So, Madame ist romantisch, würde ich sagen. Und sie möchte Seelenverwandten finden. Sie ist so eine süße Romantikerin. Wow, lauter Geschenke kriegen wir. Toll. Soll sich da ein Stück nehmen? Gut. Was auch immer du da gerade anhast. Das ist sehr interessant. Cars Full Edit Mode.
So, ich speichere kurz. So, gut. Heilige Makrela. But she's very cute. Very cute girl. Gut, dann style ich sie mal um. Living life every day, late at night, not okay. All I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Gut, ich bin fertig mit ihren Outfits. Das ist ihr Alltagsoutfit, ihr Abendoutfit, ihr Sportoutfit, Schlafoutfit, ihr Partyoutfit, ihr Schwimmoutfit, ihr warmes Wetteroutfit und ihr kaltes Wetteroutfit. Yeah, ich mach mal. Genau, okay, sie mag Gelb nicht, interessant. Gut. Ja, sie ist so voll die Süße, würde ich sagen. Oh mein Gott. Jetzt habe ich einfach insgesamt 2 Stunden aufgenommen. Der Alexander steht gerne in aller Früh auf. Säuglinge mit der Marotte, Frühaufsteher, wachen meist bei Sonnenaufgang auf. Was ist denn hier los? Mentaler Nebel. Marco fühlt sich wirr und mental überfordert. Vielleicht sollte er eine Pause einlegen oder seine kreativen Fähigkeiten trainieren, bevor es schlimmer wird. Er könnte ja Business Urlaubstag nehmen. Nimm dir mal Urlaub, gönn dir mal. Guter Appetit. Alexander liebt es zu essen. Säuglinge mit der Marotte, guter Appetit, lassen sich gerne füttern und essen fast alles auf, ganz egal wie hungrig sie sind. Okay, du kannst ja Spielzeug ansehen. Er hat Gurlaute gelernt. Schön. So. Du kannst duschen. So, heute geht's mit den Mädels in die Schule.
Nee, halt. Okay, dann einen Tag später. Sie muss noch nicht, oder? Ja, sie hat noch einen Tag. Okay, sie muss in die Schule. Süß. Oh, er kann die Hand etwas ausstrecken. Toll. In die Haja gehen, los, los. Mein ganzer Stolz. So süß. Komm, wir lassen ihn mal allein und gehen Reste nehmen. Gut, und sie muss noch nicht in die Schule. Ich finde sie so süß. Du bist mein Favorit. Was heißt das denn? Chloe hat einen Schulpreis gewonnen. Sollen wir ihn ihr vor der Klasse oder lieber still und diskret? Vor allen natürlich. Hallo? Logisch. Die letzte Mathearbeit von Chloe war nicht gerade überragend. Sie hat eine mittelprächtige Note bekommen, die ihren Durchschnitt verderben könnte. Soll sie um eine Zusatzprüfung bitten oder einfach hart arbeiten, um beim nächsten Mal eine gute Note zu bekommen? Zusatzprüfung. Chloe hat die Belohnung Hochleistungskarnickel in ihrem Inventar erhalten. Der Lehrer von Chloe lässt sie ein paar zusätzliche Aufgaben lösen. Es ist ihm lieber, wenn Chloe das Prinzip ein wenig später versteht als nie mehr. Sie schließt die Aufgabe dankbar ab und erhält ein paar Zusatzpunkte. Yay! Neue Familiendynamik. Schwierig. Was Autoritäten angeht, bringen einige jüngere Sims älteren Sims keinen Respekt entgegen. Und dies ist bei Soja und Esti definitiv der Fall. Familienmitglieder mit der Familiendynamik schwierig sind häufiger gemein zueinander. Der jüngere Sim befolgt seltener die Regeln oder Anforderungen des älteren Sims und der jüngere Sim beschwert sich häufiger bei dem älteren Sim. Würdest du sagen, dass die Familiendynamik zwischen Soja und Esti schwierig ist? Ja, okay. Dann ist das halt so. Die haben so Konkurrentinnenkampf. Sie findet ihre Tochter zu hübsch. Spaß. Sie kann mal ihre Schwestern zu Sozialhase hinzufügen. Was ich tun wollte, ist Alexander ein bisschen umstylen. Da haben wir ja die Outfits noch nicht rausgesucht. So, ich bin fertig. Das ist sein Alltagsoutfit, sein Abendoutfit, sein Schlafoutfit, Party, warmes Wetter und kaltes Wetter. Yay! Ich guck mal, was wir so außerhalb der Schule alles machen können. Schon mal beim Test, Tiffany wurde heute dabei erwischt, wie sie während eines Tests mit Handy nach Antworten suchte. Sie wurde ins Sekretariat geschickt. Der Test sollte ohne Handy wiederholt werden. Es reicht, wenn der Test als nicht bestanden gilt. Sie soll sich bei der Klasse entschuldigen. Der Test sollte ohne Handy wiederholt werden. Super. Cheerleading, Computer, Football, Pfadfinder, Theater AG. Ja, ich glaube, ich mache, dass sie Barista ist. So eine süße Barista. Was ist Liebe? Wir haben heute einen noch nicht abgeschickten Liebesbrief von Reva an eine Lehrperson gefunden. Er ist nicht anzüglich, aber wir dachten, die Eltern sollten informiert sein. Hol, mein Kind steckt wirklich in der Klemme. Das ist unangebracht, wir werden uns unterhalten. Ja. Er hat Post geholt. Das können wir doch einpflanzen hier, wenn wir schon mal was haben. Level 2 der Mixfähigkeit. Dann soll sie doch mal Getränke mixen üben. Ja, okay. Persönlichkeit erforscht. Soja hat das neue Persönlichkeitsmerkmal aktiv entdeckt. Mehr über diesen neuen Merkmal. Ach, sie ist jetzt snobböse, materialistisch und aktiv. Also das, was die zusätzlich bekommen, ist dann einfach nur hier. Oha. Oh, Windelplatzer freigeschaltet. Igitt, das musste ja passieren. Alexander hatte seinen ersten Windelplatzer. Hoffentlich hält die Windel beim nächsten Mal. Oh Gott, what happened?
I. Oh. Oh. Lockerer Zahn. Reva ist mit einem losen Zahn aufgewacht. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er sich verabschiedet. Lockeren Zahn heraus. What? Gott. Komm, geh mal ein Schaumbad nehmen. Oh Gott, wie süß ist das denn? Wie kriegt man denn den Meilenstein, damit ich ihm Essen geben kann? Wir können am lockeren Zahn wackeln. Wo macht sie das jetzt? Oh mein Gott. Lockerer Zahn. Reva ist mit einem losen Zahn aufgewacht. Reva kann nicht anders. Ein wackelnder Zahn muss erforscht werden. Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Nacht. Dankeschön. Oh. Befördert zur Cheerleading-Teamkameradin. Cool. Wir haben eine Flagge bekommen. Mach mal deine Hausaufgaben. Du kannst ja noch weitermachen. Kann sie den rausziehen? Oh Gott, I'm scared. Zahnlos. Er war locker, aber Reva fühlt sich ein bisschen verloren. Ohne Schneidezahn. Reva hat ihren losen Zahn verloren. Sie kann eine Weile warten, bis ein neuer Zahn erscheint oder fehlender Zahn ersetzen will. Zahnfee-Urkunde. Diese Urkunde wurde Reva für den Verlust ihres ersten Milchzahns verliehen. Süß. Das hänge ich doch gleich mal hier auf. Über den Schreibtisch. Die Urkunde hier. Erstes Bad. Süß. Wie aus dem Ei gepellt. Es gibt auch nichts Schöneres als einen sauberen, glücklichen Alexander nach seinem ersten Bad. Erstes Schaumbad. Überall Blasen. Alexander hat einen riesen Spaß bei seinem ersten Schaumbad. Süß. Job gefunden. Level 3. Perfekt. So, dann geh mal bitte schlafen. Ich liebe es, wie sie jetzt einfach eine Zahnlücke hat. Ersten Zahn verloren. Reva hat ihren Zahn irgendwo auf dem Grundstück Jadys Mansion verloren. Ja, liegt er da noch? Sag mal, sie ist immer noch traurig. Wegen wem denn? Dass der eine Typi da gestorben ist. Mama mia. Lachen. Was ist so lustig? Ah, er hat zum ersten Mal gelacht. Mit all seiner Kraft ist es Alexander gelungen, zum ersten Mal etwas zu greifen. Spiele weiter mit Spielzeug, um die feinmotorische Entwicklung zu fördern. Ja, spiel weiter. Ja, spiel weiter. Energiegeladen. Anscheinend hat sich Chloe soeben mit einem energiegeladenen Sim angefreundet. Energiegeladene Sims sind häufig auf der Suche nach Abenteuern und jede Menge Spaß in der Welt unterwegs. Sie gehen in der Regel aktiv Hobbys wie Sport oder Tanzen nach und sind darin häufig auch besonders gut. Ja, sie mag energiegeladene Sims. Wenn sie sich mit einem angefreundet hat, dann warum nicht? Aufhören. Bist du sicher, dass Marco in Rente gehen soll? Wenn er in Rente geht, erhält er jeden Tag eine Zahlung basierend auf seinem derzeitigen Stundenlohn. Ja. Er geht in Rente. Yay. Marco ist als Vertreter für soziale Gerechtigkeit in den Ruhestand gegangen. Er enthält eine tägliche Pension auf Grundlage seines Gehalts zum Zeitpunkt des Renteneintritts. Zeit, sich zurückzulehnen und zu entspannen. Er entspannt wird sich in diesem Haus nicht, denn wir haben Millionen Babys. Heute sind außerdem lauter Prüfungen. So, genau, mit denen gehen wir in die Schule. Who's this? Die sieht ja mal richtig süß aus. Sie ist Lehrerin. Sie ist der Crush von allen Mitschülern. So, sie hat Hunger. Wir können ja, wo ist denn noch mal? Da ist es. Essen bestellen, ein Mittagsmenü. Sie soll einfach mal einen Apfel nehmen. Kannst du dich bitte mal umziehen? Und dann bitte Besitz
an Spind-Dingsi-Bumsi-Dingsbums-Dingsen. So, Spind dekorieren, Kawaii. Süß. Das passt doch. Gut, und dann soll sie auf die Toilette gehen. Wo sind denn die ganzen Schüler? Spinnig. Oder wo sind die? What the heck is going on? Das ist aber eine schöne Lehrerin. Schnell! Dein erster Schultag, du sollst doch nicht zu spät kommen. Ah. Ein schwieriges Problem. Die Computerwissenschaftsfrage besteht aus zwei Teilen. Zunächst sollst du einen Namen in binäre Zeichen übertragen. Dann sollst du ein Programm schreiben, mit dem jeder Name, der in das Programm eingegeben wird, in binäre Zeichen übertragen wird. Auf Programmierfähigkeit verlassen. Wir haben aber kaum Programmierfähigkeit. Heute sind einfach schon Prüfungen. Chloe hat eher Verständnis des Themas vertraut und das Gefühl, die Frage recht gut beantwortet zu haben. Mittagessen. Sag mal. Und das ist die Direktorin. Alles klar, was sind hier für schöne Sims? Sie ist alleine im Klassenzimmer. Ich kann nicht mehr. Sind halt nicht so beliebt, ne? Sie ist nicht so beliebt. Hallo, ich möchte auch bitte. Auch die Arme, kannst du dich doch mal hier vorstellen? Komm. Wir haben aber hübsche Lehrer. Wo ist Manuel? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Girl, geh die Prüfung machen. Ich habe gehört, dass du dich mit Sarah Kananunui angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. Ja, danke, danke, danke. Du sollst die Prüfung machen. Mach dir in die Hose. Oder in den Rock. Wie auch immer. Riva hat gute Noten. Was? Wird ST in die nächste Klasse versetzt werden? Was wird passieren, wenn sie es nicht schafft? Kann sie dann trotzdem noch den Abschluss machen? Wie wird die Zukunft von ST aussehen? Schlechte Noten. Oh weia. Oh Gott. Ja, das war jetzt nicht so gut. Muss doch irgendwo auch duschen gehen. Ja, hier. Komm. Geh mal duschen. Durchgefallen. Vielleicht hätte Esti wenigstens ein bisschen lernen sollen. Hat sie bei der Prüfung überhaupt irgendwelche Fragen beantwortet? Ja, erster Schultag und gleich Prüfung ist halt auch ein bisschen unfair, oder? Die Schule sieht so schön aus. Ja, da kann man nicht rein. Das habe ich mir schon gedacht. Raum hier und mach deine Hausaufgaben. Oder auch nicht. Wir können auch alle nach Hause gehen. Das war ja ein wirklich miserabler erster Schultag, ne? Erste Besucher, Klopfköpfe ist da. Alexander hat zum ersten Mal Besuch bekommen und endlich einen Sim aus einem anderen Haushalt kennengelernt. Wer ist denn da? Was haben wir denn? Genau, heute ist Hermes Geburtstag. Oh, sie hat noch einen lockeren Zahn. Zieh ihn raus. Dafür muss sie jetzt wieder an den Pool sich da hinsetzen. Meilenstein Zehen im Mund freigeschaltet. Wow, Alexander hat es geschafft, seinen Zehen im Mund zu stecken. Was für eine niedliche Demonstration seiner Beweglichkeit. Süß. Kopf heben. Oh, er kann den Kopf heben. Meilenstein Kopf heben freigeschaltet. Was war das denn gerade? Alexander hat zum ersten Mal den Kopf gehoben. Es gibt so viel zu sehen. Wähle für Betreuungspersonen die Option zusammen Bauchzeit verbringen, um neue Meilensteine freizuschalten, die Alexander helfen werden, die Welt auf mehreren Arten und Weisen zu sehen, als er es sich vorstellen kann. Cool. So, du kannst hier kochen und zwar eine Schokotorte. So, dann zieh dich mal ein bisschen schick an. Wir tun so ein bisschen Party machen.
Neue Familiendynamik, Spaßvögel. Ein Witz jagt den nächsten. Esti und Reva können nicht aufhören, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wenn sich die beiden in einem Raum befinden, ist das Gejubel immer groß. Familienmitglieder mit dem Familiendynamik, Spaßvögel führen häufiger lustige oder schelmische Interaktionen miteinander aus. Und sie fühlen sich besonders verspielt, wenn sie Zeit miteinander verbringen. Würdest du... Ja, sie sind Spaßvögel. Das ist ja süß. Richtig süß. Komm, geh mal tanzen. Hey, Esti, wir haben ein kleines Treffen. Nö, wir sind hier schwer beschäftigt. So, wir tanzen alle. Woo. Über andere Eltern tratschen? Ui. Jetzt wird's aber deep. So, wir können ja hier helfen, Kerzen auszubaden. Hermes. Hermes, nicht Hermes. Komm, let's go. Er wird zu einem Kind. Yeah! Ui. 1000 Sasa, was ist das denn? Spielführer. Dieser Sim liebt es beim Spielen, das Kommando zu haben. Dieser Sim möchte seine kreativen mentalen Fähigkeiten verbessern. Geist aus seinem Körper beherrschen. Pyjama Party Löwe. Komm, Geist und Körper. Er ist ein Genie. Geschenke. Komm, nimm dir ein Stückchen. Ja, sie mag Elektronika, das ist toll. Und dann gibt's ein Umstyling. Oh, der sieht ja so hübsch aus. Gucke mal. Oh Gott, was habe ich gemacht? Okay, gut. Das ist sein Alltagsoutfit, sein Abendoutfit, sein Sportoutfit, sein Schlafoutfit. Wie hübsch er ist, guck mal. Sein Partyoutfit, sein Schwimmoutfit. So ein kleiner Charmeur, so ein, der verdreht schon allen Mädchen in seiner Klasse so den Kopf. Okay. Warmes Wetter und kaltes Wetter. Überspringen. So, er braucht ja ein Zimmer. Wait. Was ist denn noch frei? Das da ist frei. So, das ist jetzt sein Zimmer. Nein, Familien, Spaßvögel. Ja, das sind Spaßvögel miteinander. Und dann kann ich die Folge beenden. So, tschüss. Nee, wir sehen uns ja, in einer nächsten Folge wieder. Toodaloo!